Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Willkommen bei diesem heutigen Erlebnis oder so irgendwie, wie auch immer man dazu sagen kann. Gehen wir gleich über zu einem ein bisschen entspannteren musikalischen Stil. Wir müssen vorher noch ein bisschen leiser machen, natürlich. Hallo? Hi. Na, alles klar. Heute mit einer anderen Marke. Einer anderen Marke und einem anderen, ja. Es ist Seafood and Spicy mit einem Fuchs, der hot, hot, hot schreit. Und diesmal sind es tatsächlich Ramen, das heißt, hier gibt es tatsächlich Wasser zum Sippen, Suppe zum Sippen. Und nicht nur komplett trockene Nudeln niederkochen. Also vom Geruch her riecht es auf jeden Fall komplett nach Meeresfrüchten. Also das, was aufgezeichnet ist, ist zwar nicht drinnen, aber es riecht komplett danach. Das ist ein Wahnsinn. Erinnert mich an den Matcha, den ich dir gerade geschickt habe. Stimmt, ja, voll. Wir brauchen hier ein bisschen Farbe, damit die Kamera drauf klarkommt, weil die ist scheinbar nicht darauf ausgelegt, von oben die ganze Zeit auf nur schwarz und ein bisschen sowas zu drauf zu schauen. Sobald ich das Malbuch drauf habe, schaut das gut aus, so kommt irgendwie die Kamera nicht ganz klar. So, wie geht's euch, meine Lieben? Ich glaube, das ist noch Omega heiß des Ultratodes. Yep. Ich meine, man sieht eh den Rauch in der Cam sogar. Man sieht den fucking Rauch in der Cam. Ja, ich sollte dann wohl eher noch ein bisschen warten, dass es runterkühlt. Ist gerade vor ein paar Minuten fertig geworden. Na, 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 na. Das ist Dampf, ja. Asseristisch erkannt. Okay, das ist schlimmer. 50 Hertz ist besser. Ist die Belichtung die automatisch? Wie geht's euch an diesem schönen... Ich habe vergessen, was heute ist. Dienstag. Was habt ihr Schönes getrieben? Was habt ihr Schönes gefuttert? Wo hast du die gekauft? Alles im selben Laden gekauft. Oder meinst du die Taschentücher? Die Nudeln sind aus demselben Laden wie die anderen. Es ist heiß. Es ist scharf. Aber es ist scharf, ja. Die Suppe ist tatsächlich gar nicht so flüssig mehr. Je länger sie steht, desto fester wird sie. Cool. Die Nudeln haben irgendwie nicht sehr viel... Der Geschmack haben irgendwie nicht sehr viel von der Soße abbekommen. Aber vielleicht muss die noch... vielleicht muss das Ganze noch eingesaugt werden. Vielleicht müssen die schon noch ein bisschen hier den Geschmack mit aufnehmen. Boah, ja, der Shit ist hot. Hot und heiß. Heiß und hot. Ich sehe gerade, dass Mr. Ich habe League deinstalliert und spiel's nie wieder. Und streamt es jetzt sogar.
Es ist ein Scheiß-Heißel-Sondergleichen. Es ist ein unfassbar. Der Herr Regisseur. Dann sollte ich vielleicht dich hier mal herüberzahlen, damit ich da gerade auslesen kann. Ah. Ich freue mich schon auf Ori morgen. Ah, apropos Ori morgen. Ich sehe es nämlich gerade. Ich hoffe, dass es noch da ist oder ist es auch schon wieder vergeben worden. Es gibt wieder die Möglichkeit für diesen Sponsored Stream. Aber diesmal weniger Geld. Ich glaube, du schaust ihm gerade noch zu. Kannst ihm gerne ausrichten, dass keins seiner Worte mehr jemals irgendeine Bedeutung haben und dass alles ab jetzt immer als Lüge angesehen wird. Hallo Grouchy, Dankeschön. Ist noch ein bisschen zu hot, hot, hot. Also hot nicht im Sinne von scharf, sondern hot im Sinne von heiß. Aber es ist auch scharf. Man sieht immer noch den Rauch. Mhm. Mm. Jetzt haben sie tatsächlich was von der Soße eingesogen. ich pass auf. Ich passe extrem auf, solange ich Rauch sehe, weiß ich, dass ich es nicht essen sollte. Ich habe auch Mörder den Hunger irgendwie. Ich habe extra nichts mehr gegessen. Weil ich wusste, dass ich gleich dann Ramen verspeisen werde. Sie sind scharf. Ich weiß aber nicht, ob sie genauso scharf sind wie die anderen. Nicht so hundertprozentig. Geschmacklich sind sie aber auch definitiv wesentlich schwächer. Also die andere Marke, diese Bulldog, die haben tatsächlich ein bisschen mehr Würze. Ich meine, das hier ist halt, es soll nach Seafood schmecken. Der Geruch nach Seafood ist sehr stark. Der Geschmack nach Seafood ist ein bisschen schwächer. Die sind nicht schlecht. Aber die anderen haben mir definitiv besser geschmeckt. Haben die einen großen preislichen Unterschied? Ich glaube, ich habe den Zettel mittlerweile weggehauen. Ich habe die Rechnung die ganze Zeit hier aufbewahrt und dann habe ich am Wochenende das weggehauen. Ich glaube 20, 30, 40 Cent sowas Unterschied. Die sind günstiger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was? Kassenzettel? Sicher euch die weg. Wesentlich schwächer als die anderen. Sie sind scharf, es ist schon eine Schärfe, aber so scharf sind sie nicht, wie da aufgezeichnet ist. Also ich glaube, da würde mein Bruder nicht rumheulen. Aber die Nase putzt es mir trotzdem ganz gut durch. Jo, Boxen. Danke, danke, danke. Je länger sie drin sind in der Suppe,
irgendwie sind die geschmacklich dann doch nicht so schlecht. Da habe ich gerade eine scharfe Flocke erwischt. Jo, Carsten, grüß dich. Jo, ein bisschen. Doch, am Anfang habe ich sie ein bisschen. Ich glaube, ich habe sie zu früh gegessen. Ich glaube, ich hätte sie noch ein bisschen hier so einweichen lassen sollen. Sind geschmacklich tatsächlich gut. Alles fresh. Fresh nicht unbedingt hot, aber ja, sonst alles gut. Und bei dir? Alles klar, Herr Kommissar? Erst einmal alles abwackeln, also von der Schärfe her, nicht von der Hitze. Was die Hitze angeht, passe ich extra auf, nachdem ich mir erst vor kurzem die Goschen verbrannt habe mit Pizza. Ziehen lassen, einweichen ist ja keine Wäsche. Doch. Natürlich. Man muss die Nudeln ziehen lassen und dann lässt man sie in der Suppe einweichen. Dampf ist auch Rauch. Ich hab gesagt, es raucht noch, so heiß ist es. Okay, ja. Je mehr man isst, desto mehr haut die Schärfe gerade rein. Dampf ist eine Art von Rauch. Leckt's mich beide. Zu Recht, vollkommen zu Recht, Jesse. Ich bin die Klatsche. Shit. Okay, die ganze Schärfe ist in der Suppe. Holy shit. Okay, ja.
Oh Gott, oh, das brennt da hinten. Das brennt da hinten. Tränen sind auf jeden Fall gekommen. Instant Karma mit Instant Nudeln, aha. Entschuldigung, bitte, das sind keine Nudeln, das sind Ramen. Bitte drücke dich korrekt aus. Nudeln kommen aus Italien und das sind Ramen, die kommen aus Japan. Kann ich auch klug scherzen. Nein, keine Ramen-Nudeln, Ramen. Ja, ich heule. Wir haben alle Unrecht. Von der Bank kriegst du auch einen Briefkuvert mit deiner PIN-Nummer. Es ist eine Nummernummer. Ergibt das Sinn? Genauso wenig, genauso behindert ist es, wenn man Ramen-Noodles schreibt. Oder sagst du auch Spaghetti-Nudeln? Der Scheiß brennt. Wow. Ja, die ganze Schärfe war definitiv in der Suppe. Ich heule, Alter. Also, ja, der Fuchs hatte doch recht. Der Fuchs hatte gar nicht so unrecht. Geschmacklich eventuell habe ich sie zu früh gegessen. Geschmacklich habe ich am Anfang gesagt, dass sie schwach sind. Aber sie sind später dann doch geschmacklich relativ gut geworden, muss ich schon sagen. Also, unbedingt nach Seafood. Es riecht sehr stark nach Seafood. Es riecht absolut, als ob ich Muscheln und ähnliches drin habe. Aber der Geschmack ist nicht ganz in diese Richtung. Also es geht so leicht in die Richtung, aber es ist trotzdem würzig. Ich würde eben... Ich glaube, das schmeckte mir tatsächlich jetzt sogar besser als die vom letzten Mal. Ich glaube, ich sag eine 6,5. 6. Ich gebe Ihnen eine 6. Ich glaube, eine 6 ist fair und gut. Alter. Nase. Ja.
6,5. 6. Was habe ich den letzten gegeben? Die letzten waren nur eine 5, oder? Oder waren es 5,5? Aber nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Das habe ich auch gesagt. Ich kenne kein einziges Wort für Chakra Stru, kein anderes. Kein alternatives. Ich habe schon wieder vergessen. Habe ich das dieses Jahr gekauft? Oder war das letztes Jahr? Könnte schon letztes Jahr gewesen, das war letztes Jahr schon. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Okay, eine Zahl von 1 bis 60. Ich könnte mir auch einen Filzstift erholen und das mit Filzstiften anmalen. What the fuck ist das? Warum? Der ist ja urcursed. Der hat kein Schnurrbart, oder? Da. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Es ist die Nummer 53 geworden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist die 60, 59. 58, 57, 56, 55, 54, 53. Wie passend. Zähl doch von hinten, ich bin Jesse. Boah. Das habe ich vergessen letztes Mal zu machen, dass ich die Stiftespitze muss fix
mir einen Aschenbecher holen. Der ist Lucky Charms. Ich glaube nicht, dass das Lucky Charms sind. Boah. So. Schauen wir mal. Fangen wir mit einem fancy Rot an. Warum mit zwei Löffeln? Sein Bruder heißt Luigi, nicht Simsala. Keine Ahnung. Was hat er eigentlich mit dem akkurat abgelegten Taschentuchpackerl auf sich? Damit die Cam was hat zum Darstellen, weil sonst, wenn das hier leer ist ohne irgendetwas, dann fängt sie an mega zu rauschen. Und sobald was da ist, ist sie super sauber und super schön. Super hübsch. So, fangen wir mit den Löffeln an. Machen wir super fancy Löffel des Ultratodes. Das sind diese Plastiklöffel, die bei den Cornflakes-Packungen manchmal dabei waren. Das war der coolste Shit ever, als man diese Löffel bekommen hat, die bei Temperaturwechsel ihre Farbe wechseln. Oh mein Gott. Das waren noch sehr schöne Zeiten, das waren sehr coole Zeiten. Das habe ich geliebt. Meine Nase rinnt immer noch wie Sau. Nase wie Usain Bolt, ja, auf jeden Fall. Bleibst jetzt bei der Cam? Ich bleib bei der Cam, weil das ist. Die Cam und die Cam sind dieselben. Also ich habe zweimal dieselbe Cam. Und ich finde sie von der Qualität her, sobald irgendwas da ist, sobald was dargestellt wird, ich finde es einfach viel zu gut. Ich bin richtig begeistert von dieser Cam. Sie ist zwar die teuerste von den Cams, die ich mir geholt habe. Witzig, dass du das fragst, weil die andere habe ich mit heute retour geschickt. Den anderen Löffel machen wir in einem anderen rosa Ton. Ist zwar nicht ganz so rosa, wie ich dachte, aber habt ihr schon irgendwelche coolen Pläne für den Feiertag, für Donnerstag? Habt ihr auch was super cooles vor, so wie ich, / wir? Das ist mehr Fliederig. Du bist auch Fliederig. Nur Hund abgeben und pennen ist eh nötig. Vor allem, da ich nicht streame, kannst du da endlich ausschlafen.
So, das waren die Löffel. Ich könnte... Nein, ich könnte nicht. Sein Schnauzer war schwarz. Seine Augenbrauen waren, glaube ich, auch schwarz, nur die Haare waren nicht schwarz. Ich bin mir zumindest relativ sicher, dass dem so war. Zyklam. Keine Ahnung, wahrscheinlich mit meinem Bruder zu meinem Dad und ein paar Runden Sket spielen. Vielleicht ein Bierchen. Was ist Sket? Irgendeinen Film schauen. Du hast Film erwähnt. Gleich kommt der beste Filmvorschlag. Ich warte nur darauf, dass es durchkommt. Ist Skat nicht irgend so ein Skat-Trottel? Oder Skat. Achso, Skat. Oh. Ja, was weiß ich, Alter. Das ist ein Kartenspiel? Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Kartenspiel. Aber Dosso war der einzige Intelligente, der mir sagt deutsches Wort. Die anderen beiden schreiben einfach eins zu eins dasselbe. Skat und Skat. Erst durch, wenn der sagt, es ist deutsch ausgesprochen, dann kann ich wissen, dass es Skat ist. Mit einem langen deutschen A. Skat. Alexa, was ist Skat? Ein Kartenspiel für drei Personen. Interessant. Alexa? Danke. Ich wusste nicht, dass Spiele für drei Personen gemacht wurden. Das ist urweird. Aber I guess es funktioniert. Normalerweise sind die meisten Spiele ausgelegt für eine gerade Anzahl an Leuten. Ja, wobei ein paar Ausnahmen gibt es natürlich mit ungeraden Geschichten. Blau finde ich einfach wunderschön.
Glaubt ihr, kommt für diese Konsole noch ein Mario-Game raus oder werden sie das erst für die nächste Konsole rausbringen? Und die Frage ist, wenn sie es erst für die nächste Konsole rausbringen, wie wissen sie, wie viel Leistung die neue Konsole hat? Rishi streamt jetzt auch noch League, oder wer hat dem jetzt hier geschissen? Ja, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Hat er nicht gesagt, dass er damit aufhört? Ja, hat er. Und ich habe auch über Inge ausrichten lassen, dass er ihm schreiben soll, dass ab jetzt jegliches Wort von Reshi, das er von sich gibt, als Lüge deklariert wird und ich ihm nur noch einen Scheißdreck glauben werde. Dass dir das wurscht ist, Jesse, das weiß ich. Für dich ist nur wichtig, wann kommt das neue Pokémon? Pokémon! Wow, das ist super schwach. So deppert, oder? Wirklich? Ja, ich wünschte, sie hätten sich mit SV so viel Zeit gelassen wie mit Dotk. Aber Pokémon-Fans weinen doch andauernd rum, warum keine Pokémon-Spiele kommen. Obwohl es davon eigentlich mit Abstand am meisten gibt. Ja. Das habe ich mir immer noch nicht gekauft, ein gescheiter Radiergummi. Sportverein, ja. Ja, die Kids, ich kenne sehr viele, die nicht rumheulen. Klatsche bringt dir morgen einen mit. Was, ein Radiergummi? Nein. Klatsche hat morgen frei. Außerdem will ich nicht schon wieder irgendwelche Sachen schnurren. Gescheit Tesra-Diagummi? Sagst du das? Das Gummi. Der Gummi. Geht wohl beides.
Mit meinem Pummelhof ist er nicht zufrieden. Ja, der radiert halt nicht. Fix radiert halt irgendwie überhaupt nicht, der verschmiert nur. Er schaut super cool aus, keine Frage. Aber zum Radieren bringt es halt nichts, wenn das super cool ausschaut. Dunkleres Rot. Das Teller? Ja, es gibt Leute, die sagen das Teller und das macht mich auch fertig. Dun sagt, es gibt beides, das war mir irgendwo bewusst. Klingt trotzdem irgendwo komisch. Bei Teller ist es ja dasselbe. Was hat Cappy eine fucking Augenfarbe, Alter. Der müsste doch auch außenrum schwarz sein. Ich glaube, der ist außenrum schwarz. Ich gebe ihm auch blau. Welcher Depp hat das durchgewunken? Keine Ahnung. Also, das ist das Geringste, wo ich mich darüber wundere, wer das durchgewunken hat. Es gibt viel mehr Sachen, über die ich mich wundere. Wobei Kaktusse finde ich witzig wegen Kaktusse. Kaktusse, das heißt Kaktee, nein, ich meine dich. Tusse ist auch so ein Wort, das ich eigentlich fast gar nicht mehr benutze. Tusse, Tussi. Danke, Jesse. Hat Cappy nicht so rote Augen? Das könnte natürlich sein. Warte, meinst du außenrum oder innen die Iris? Wobei es ist nicht wirklich die Iris, sondern... Fuck, mir fällt es nicht an. Innen, außen ist schwarz. Okay, dann habe ich hier recht gehabt. Also zumindest mit dem Schwarz außen. Eigentlich ein ziemlich cool ausgedachter Charakter, beziehungsweise eine ziemlich cool ausgedachte Rasse. Sehr gut gemacht.
So. Rasse, ja, warum? Klingt in dem Zusammenhang komisch. In welchem Zusammenhang klingt das komisch? Dass Cappy einer Rasse angehört? Das ist ja fast... Warum ist das rot? Ja gut, dann hast du halt rote, rötliche... That burns. Was soll's? Vor allem in welchem Zusammenhang? Cappy als Rasse zu bezeichnen. Cappy per se ist nicht die Rasse. Er gehört einfach der Rasse an... Was auch immer diese Kappal-tragenden Geister sind. So, du hast gesagt, rot ins Pinkische. Das ist ein bisschen schwer. Spezies würde für dich besser klingen. Ist Spezies nicht eine die Unterkategorie einer Rasse? Also entweder es sind full-on Synonyme, aber ich glaube fast, dass eine Spezies die Unterkategorie einer Rasse ist. Ich renne auch nicht rum und sage, Orks sind eine Spezies. Orks sind eine Rasse, Menschen sind eine Rasse. Spezies sind verschiedene Kreuzungen, die dabei herauskommen können. Ja, dann ist es aber eine full-on Rasse und keine Spezies. Von mir aus sag auch Volk dazu. Aber es ist trotzdem, der Begriff Rasse ist nicht falsch. Eine Rasse wäre es, wenn es nur dieses eine Cappy-Aussehen geben würde. Ich sag's dir nochmal, willst du sagen, dass Elfen, / Elben und Orks keine Rasse sind? Es ist blau. Du bist schwarz.
habe auch nicht gesagt, dass es falsch ist, nur dass es sich komisch anhört. Das interessieren mich Elben, Elfen, Orks und anderes Zeug. Zusammenfassend kann man sagen, dass Spezies eine grundlegende Klassifizierungseinheit ist, die sich auf eine Gruppe von Individuen bezieht, die sich untereinander fortpflanzen können, während Rasse eine Klassifizierungseinheit ist, die auf eine Variation innerhalb einer Spezies bezieht, die hauptsächlich auf äußerliche Merkmale beschränkt sind. Oh, Spezies ist über Rasse, dann habe ich es verkehrt herum im Kopf gehabt. Jo, Hunter, ich weiß mit Absicht. Ich gehe nicht in Just Chatting rein, damit ich den ganzen Hurenkindern dodge. Weil bei Just Chatting hatte ich immer wieder irgendwelche Botter oder sonstige Vollidioten, die irgendeinen dummen Scheiß reinkopiert haben oder gespammt haben. Deswegen habe ich es irgendwann aufgegeben, in Just Chatting reinzugehen, und ich habe für mich dann halt die Games plus Demos Kategorie entdeckt. Ganz schlimm war es, als du zur Kur bist. Wieso? Ach so, okay, passt schon. Hab dich, passt schon. Ja, ist mir halt nur noch am Arsch gegangen und... Deswegen, ja. Wie geht's dir, Hunter? Was tut sich? Was macht die Gesundheit? Geht schon in die Richtung Heilung oder Besserung eher? Oder bist du immer noch maximalst kaputt? Beziehungsweise, oder ist noch was Neues dazugekommen? Genieße einen Feierabend, in 2 Wochen Umzug. Bist du nicht erst vor kurzem umgezogen oder bin ich gerade komplett deppert? Oder hast du nur dein Setup geändert? Ich bilde mir ein, dass bei dir alles anders ausgesehen hat beim letzten Mal, als ich beim Stream dabei war. Du hast gesucht, okay. Ein Teil schon Sachen in die Kartons gepackt. Nur das Overlay ist neu, okay, gotcha. Gotcha. Das ist vielleicht zu... Na. Was damit? Das geht halbwegs. Ich habe halbwegs gesagt. Ich wollte eigentlich ein dunkles Rot haben. Das geht schon eher ins... Ah, wobei auf der Kamera schaut das gar nicht so viel weiter aus. Perfekt. Goldene Knöpfe. Also ja, ich benutze das Wort Rasse, weil ich das ein oder andere RPG gespielt habe und dort sind es halt Rassen. Den Text von ChatGPT, den kann ich auch nicht ganz folgen.
Noch ergibt er mir nicht so maximal Sinn. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Spezies eine grundlegende Klassifizierungseinheit ist, die sich auf eine Gruppe von Individuen bezieht, die sich untereinander fortpflanzen können. Also, während Rasse eine Klassifizierungseinheit ist, die sich auf die Variation innerhalb einer Spezies bezieht, die hauptsächlich auf äußerliche Merkmale beschränkt sind. Ganz zufrieden bin ich mit der Aussage irgendwie nicht so. Aber ich nehme es jetzt mal so hin. Das Gold ist schön, richtig strahlend. Rasse bezieht sich auf unterschiedliche Variationen innerhalb derselben Spezies, die hauptsächlich auf äußere Merkmale beschränkt sind. Spezies hingegen bezieht sich auf eine Gruppe von Individuen, die sich untereinander fortpflanzen und Fußballer nachkommen. Ja, das ist dasselbe vorhin nochmal. Das hat es dann in zwei Sätzen ausgespuckt. Das ist mehr oder minder dasselbe wie das oben, nur in einer anderen Reihenfolge. Mir geht's nicht mehr darum, mir geht's nicht hier um irgendeine Grundsatzdiskussion, mir geht's einfach ums Verständnis. Ich habe viel zu viele verschiedene Blautöne, die alle irgendwie gleich ausschauen. Was? Mir gefällt diese Definition einfach nicht. Ich bin nicht zufrieden mit dieser Definition. Aber that's a me problem. It's a me problem. Ich sollte dich spitzen, du schaust irgendwie schon kaputt aus. Ich hab immer noch. Wer von euch hat schon alle einen ChatGPT-Account? Ich hab zum Beispiel immer noch keinen. Ich hab mich damit immer noch 0 Minuten auseinandergesetzt. Jetzt ist auch die Folgefrage darauf, wer von euch hat sich damit schon mal gespielt oder irgendwas mitgemacht. Ich weiß, dass es Porksen hat, der hat mir ja die ganzen Obst- und Gemüsesorten geschickt, beziehungsweise Essen allgemein. Nahrungsmittel. Ich weiß, dass es Klatsch hat, ich weiß, dass es mein Bruder hat. Ich wollte es mal ausprobieren, aber dann kann ich mir was anderes dazwischen. Kräftiges Blau-Cappy wirkt so blass, ja, was soll ich machen? Er hat einen schlechteren Tag erwischt. Er ist gerade vorhin erst aufgewacht. Na 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 na.
Ich glaube, das ist Melee Allstars, die Erholungszone, 1-14, Trophy Gallery im Brawl, verdammt, daneben. Der Screenshot, den du geschickt hast, das so, finde ich top-notch. Absolut based. Was habt ihr heute so Schönes gemacht? Stimmt, das ist Brawl. Das Game habe ich so geliebt, Alter. Und dieses Intro habe ich auch so gern gehört. Weiß nicht warum, aber Latein klingt einfach in solchen Liedern sau episch. Ich habe Latein aber auch zum Glück nie lernen müssen, deswegen habe ich auch irgendwie keine Abneigung gegen dem über. Aber wenn man nicht gerade Medizin oder Jus studiert hat, beziehungsweise ausübt, ist die Sprache komplett sinnbefreit zu können, zu wissen, zu ja, man verwendet es einfach nicht. Schlafen habe ich ansonsten aufgeräumt und gekocht und aktuell rege ich mich auf, weil meine blöde Uhr nicht synchronisiert. Immer diese blöden Uhren, die nicht synchronisieren. Ich kenne es. Mir auch sehr viel am Arsch gegangen. Wer von euch hat am Wochenende RTL 2 geschaut? Es gab jetzt einen Bericht, dass, oh welch Wunder, die Einschaltquoten auf RTL 2 super gut waren am Wochenende, dass diese alten Animes alle so gut beim Publikum ankommen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte gedacht, wenn ihr Serien aus unserer Kindheit abspielt, dass das wieder super gut ist, anstatt dauernd euren scheiß Trash abzuspielen. Wobei ich mir Sailor Moon angesehen habe und ja,
Die Serie ist definitiv arg in die Jahre gekommen. Wobei, ich hab's auch gesagt, ich weiß nicht, ob das einfach meine absolute Abneigung der deutschen Sprache gegenüber ist, weil viele Sachen, die da gesagt werden, man redet halt wie für Kinder. Ich werde dich fertig machen. Wer sagt sowas, Alter? Wer sagt sowas? Bist du deppert? Das Gelb kommt bei der Kamera ja richtig gut rüber von den Sternen. Holy shit. Krass. Potzblitz. Welcher Nicht-60-Jährige sagt Potzblitz? Ich weiß, das hat der Ding aus Zurück in die Zukunft gesagt, der Doc. Ach du grüne Neune, da lost mich der Affe. Ja, genau, solche Sachen. Wenn ich die höre bei irgendwelchen Serien, da cringe ich immer zusammen. Und ach du grüne Neune hört man besonders bei den Detektiv Conan-Folgen bei den Alten sehr, sehr oft. Mein lieber Schwan, ja, das auch. Ja, du lieferst die Sachen, wegen derer ich mir denke, Alter, das ist so schlecht. Die Schüssel mache ich jetzt aber grau. Mein lieber Scholli. Mich irritieren die zwei Löffel immer noch hart. Wegen der Farbe oder weil es zwei Löffel sind? Hast du noch nie Dual Wheels Cornflakes gegessen? Ich habe, by the way, mein Bruder hat mir diese Oreo Cornflakes, die im Ding waren, vorbeigebracht und hat gemeint, ja, sie schmecken ganz einfach wie Cornflakes. Und ich denke mir, okay, dann probiere ich's. Hol die Packung raus. Alter, er hat mir nicht einmal eine volle Schüssel davon übrig gelassen. So. Wow. Das hier ist diese Farbe. Sieht man das? Ja.
War klar, ja, weil das seine Alten wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch gegeben hat. So. Ich glaube, die Bubbles male ich alle in der Farbe an. Mach ich. Oder ich wechsle ab die und die hier. Die beiden gefallen mir nämlich extrem gut. Es schaut wirklich eher nach Gelb aus als nach Grün, ja. Darauf wollte ich hinaus. Danke, Klotsche. In der Mischung ist halt mehr Gelb drin. Den fünften Stift aus der dritten Box könntest du auch nehmen. Den fünften Stift. 1, 2, 3, 4, 5. Den rosanen da, oder was? Achso, den sieht man kaum, ja. Meinst du den violetten da, oder was? Wofür? Für die Bubbles, oder was? Okay. Das Bild schaut so sau simpel aus und trotzdem ist das eigentlich relativ viel zu tun. Löcher, Reflexionen oder wie man immer es nennen soll. Achso, du meinst für die Dinger sollte ich Violett nehmen oder was? Die Spiegelungen. Du bist gleich fertig und musst überlegen, was du sonst noch machst. Es war auch keine direkte Beschwerde, es war einfach nur. Ich kann sie irgendwie nicht wirklich hier irgendwo aufschlägen, dass man alles sieht. No, geht sie nicht aus. Außer ich mach den hier. Jetzt geht es aus. Na, immer noch nicht ganz. Ja, was ich mache. Ist zu lang, geht sie nicht aus.
Now, where was I? Oh yes. Ich habe tatsächlich immer noch einige an Quotes aus Bossfights aus WoW im Kopf. Ich glaube auch, die werde ich niemals loswerden. Weil es auch einfach urgut gemacht war damals. Unannounced visitors, preparations must be made. How terribly clumsy of me. The curator is for guests only. Nein, the menagerie is for guests only. Warum? I am not some simple jester. I am Neil Saran. Yes, yes, my son's quite powerful, but I have powers of my own. I'll turn your world upside down. So viele Stunden in diesem Spiel verbracht. Bereuen tue ich es tatsächlich nicht. Bereuen tue ich es tatsächlich nicht. Ich habe echt viel Spaß. Ich habe viel Frustration gehabt. Keine Frage, viel Ärger, viel Generve. Aber auch echt viel Spaß. Ein paar super coole Menschen kennengelernt. Gut. Mit 99% habe ich davon nichts mehr am Hut. Wobei es mir so ein bisschen leid tut. Aber ja, Menschen ändern sich. Besonders Menschen in Beziehungen ändern sich. Aber es fehlt auch wirklich die Zeit, um großartig irgendwas mit denen zu machen. Oder zumindest mit einer Person, mit der Person, mit der ich hin und wieder noch Kontakt habe. Er würde ja eh gerne irgendwas zocken. Aber es ist urschwer, das irgendwie einzubringen. Sondern weil ich derzeit jetzt unter Anstrichen motiviert bin mit dem Editieren. Und ich nutze diese Gelegenheit absolut und versuche so viel zu schaffen, wie nur geht. Das Schöne ist, sobald ich Outro und Intro mal erledigt habe, so die Rohfassung, ich meine, das Outro wird überall dasselbe sein. Intro musste man dann halt jedes Mal anpassen, aber es ist halb so schlimm. Jetzt sind die alle immer LG. Weißt du was? Ich mach's euch auch. Nein, da ist einer dunkel. Weißt du was? Ich mach's hier auch dunkel. Man nimmt sich immer so viel vor.
Es ist halt so viel Arbeit. Unser Tag hat halt nur 24 Stunden. Und hin und wieder ist man gerne faul. You know? Oder man möchte einfach nur entspannen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals sowas wie ein Fulltime YouTuber, Fulltime Streamer, Fulltime Content Creator sein könnte. Das ist ein arg harter Job. Ja, und du nimmst dir immer noch super viel Zeit der Nacht weg. Ja, das ist richtig. Willst du sowas denn sein wollen? Du doch nicht. Worauf ist das Ich doch nicht bezogen worden? Auf die Faulheit? Ich bin definitiv hin und wieder viel faul. Ich bin faules Sau par excellence. Bin auch überzeugt, ich bin tatsächlich selber. Das ist einer der wenigen Dinge, von denen ich überzeugt bin, was mich angeht. Ich könnte im Leben so viel zusammengebracht haben, wenn ich nicht so eine faule Sau wäre. Das ist das eine, wo ich von mir selber sage, dass ich davon überzeugt bin. Aber ich bin einfach ein Stinkfaul. War ich schon zu Schulzeiten. Erfolg ist so viel Arbeit. Erfolg ist einfach viel zu viel Arbeit. Würde ich ein Fulltime Content Creator sein wollen? Das ist eine gute Frage. Bist du gar nicht, oh, bin ich wohl. Ich denke, Leute, editieren bis nachts um 4 irgendwas. Ich bin stinkvoll. Eine Tatsache. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas sein wollen würde. Die Sache ist die, wenn ich Content Creation auf Twitch und YouTube beschränken würde, könnte ich mir das noch irgendwo irgendwie vorstellen. Sowas wie TikTok oder Instagram, nein danke. Ich müsste andauernd und das würde mir am Arsch gehen. Es ist auch bei YouTube, es ist eigentlich sauschwer, es ist gar nicht so einfach. Wenn du mal den Erfolg hast, ist es easy, aber bis du zum Erfolg kommst, Du musst andauernd auf der Welle reiten, die gerade da ist. Du musst andauernd informiert sein. Du musst andauernd schauen, was die anderen machen, was erfolgreich ist, was wer mag, was die Leute nicht mögen und dich andauernd anpassen. Das sind alles Sachen, nicht für die ich zu faul bin, sondern das, was ich nicht mag. Ich bin niemand, der sich gerne hinsetzt und irgendwelchen Trends nachjagt. Das war ich noch nie. Deine Pokémon-TikToks waren witzig, beide wieder super Gesichtsakrobatik. Ja, weil das kann ich. Das kann ich. Bei dem einen hat mir einfach das Lied echt gut gefallen. Also beim ersten, das ich gepostet habe, das habe ich bei irgendjemandem gesehen, da hat mir das Lied so gut gefallen, dass ich es eingeschaltet habe.
Ich hab's überhaupt verkackt, weil bis ich kapiert habe, wie das funktioniert, war das Video schon vorbei und meine Reaktion zum Schluss war gar nicht mehr drauf. Aber ich dachte, fuck it, ship it und fertig aus. Ich wollte unbedingt zu diesem Song mimiken. Ich wollte einfach mein Gesicht zum Song dazu bewegen. Und das hat eigentlich relativ gut geklappt. Ich sage ja nicht, dass es an Motivation fehlt. Was? Das klingt, als ob du mit irgendjemandem streiten würdest. Also, nicht unbedingt streiten, diskutieren. Weißt du nicht gerade, ob mit mir oder mit Jesse? Weil ich weiß gerade nicht ganz, in welchem Zusammenhang. Oft genug fehlt es mir auch an Motivation, doch schon. Oft genug fehlt es mir definitiv auch an Motivation. Ich war auch schon immer ein Mensch, der erst einmal die Frage beantwortet möchte, haben möchte, wofür mache ich das oder warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mehr als das Minimum hergeben? Aber das hat auch viel mit der Vergangenheit zu tun. Immer wenn ich mich extra irgendwo reingesteigert habe, immer wenn ich irgendwo extra mehr Fick gegeben habe, war ich im Endeffekt der Gefickte. Oder der Trottel oder wie auch immer man es sehen will. Aber selbst vor dieser Zeit habe ich auch immer gesagt, warum sollte ich dieses und jenes machen? Zahlt sich nicht aus. Zahlt es sich aus? Was habe ich großartig davon? Was hätte ich großartig davon? Ich habe immer wieder Motivationsschübe, so ist es ja auch nicht. Job ist ja eins der besten Beispiele. Wenn ich irgendwo neu dazukomme, bin ich mördermäßig motiviert. Aber mit der Zeit merke ich, dass diese Motivation unnötig ist. Dass es sich nicht auszahlt. Und dann scheiße ich drauf. Ich habe das beim Streamen und bei den ganzen Geschichten, die ich um das Streamen herum und für den Stream gemacht habe. Ich tue es immer wieder. Ich starte irgendetwas, bastle irgendwas mega Großes, mache mir dann Hoffnung und erwarte mir dann auch einen Aufschrei, einen Jubel. Aber es kommt dann oft gar keine Reaktion, gar nichts. Und das haut mir dann wirklich wieder alles zusammen. Auch dieses Statistikvideo, das ich da aufgenommen hatte, das habe ich, da habe ich viel Zeit, viel Arbeit reingesteckt. Da habe ich ein paar coole Sachen zusammen editiert und mir selber beigebracht. Und im Endeffekt war das ein absoluter Griff ins Klo. Das hat mir ordentlich was zusammengehaut. Das war so ein richtiger Ouch-Effekt für mich. Ah ja, wenn man was nicht mag, mag man uns nicht. Ich kann es auch niemandem aufzwingen, dass er irgendwie... dass man irgendwas mag oder dass man es cool findet oder sonst irgendwas. Also was ich hier sage, soll nicht irgendwie als irgendeine Art Vorwurf oder so irgendwas rüberkommen.
dass ich das auch hier klarstelle. Das Grundproblem hier ist halt erstmal, dass dich keiner kennt. Das Grundproblem wo, dass mich keiner kennt. Deine Mimik zu Eimig war aber unangebracht, leck mich. Ich mag's halt nicht. Mit mir dann habe ich was nicht mitbekommen. Noch vorher aufs Falschsein bezogen. Faulheit und Motivation haben mit mir, glaube ich, nicht viel. Ich kann auch, wenn ich die Motivation habe, bin ich teilweise doch zu faul, irgendwas zu machen. Ich habe oft genug die Motivation, dass ich mir sage, oh, ich will das machen und das machen und das machen, und dann sitze ich da und... Ah. Uhr nicht. Wie denkt dein Hund auch? Weißt du, es ist unfair für das alles, was du hier schon auf die Beine gestellt hast und dafür keine Aufmerksamkeit. Man kann es nicht erzwingen. Man kann es einfach nicht erzwingen. Was mich zum Beispiel auch extrem gefreut hat, ist, dass das Quiz, das ich da gemacht habe, so gut ankam. Das hat mich wirklich gefreut. Wenigstens das war nicht unterm Strich umsonst Arbeit gewesen. Das war auch nicht gerade wenig Arbeit. Mein Hund denkt auch, warum sie mehr machen soll, als die minimalsten Anforderungen zu erfüllen. Sie überlegt auch erstmal gründlich, was sie davon hat und ob es sich lohnt. Also ich glaube nicht, dass dir dein Hund sagt, ah, weißt was, fuck it. Und erst nicht mit den Worten. Ja, keine Ahnung, ob das Plugin nur bei dir nicht funktioniert hat. Ich kann es dir nicht sagen. Mit den Worten nicht, aber mit Aktion und Reaktion. Das Quiz war mega, dieses Jahr weiß ich mehr. Ja, ich hab gehört, dass ich dieses Jahr wieder ein Quiz mache. Das habe ich aber von wem anderen gehört und nicht von mir selber. SMB One Water. Aber zum Glück ist es erst Mai.
Kann ich das Quiz wieder, nicht wieder, sondern ja doch wieder im Dezember vorbereiten. Ich glaube, ich habe im Dezember letztes Jahr damit angefangen. Und das kann dich genauso deutlich damit ausdrücken, als du mit Worten. Ich habe gehört, dass du noch einen Chamäleon-Stream machst. Ich mache noch einen Chamäleon. Ich habe nicht darauf vergessen. Ich denke immer wieder daran und ich habe auch ein extrem schlechtes Gewissen, dass ich es bis jetzt noch nicht gemacht habe. Aber ich habe honestly derzeit meine Priorität nicht auf was mache ich da, wie mache ich das, neue Hintergründe einbauen, die ganzen Sachen, sondern ich habe tatsächlich gerade bin ich beim Editieren. Ich bin voll im Editieren drinnen, geistig und körperlich und alles. Und solange dieser Motivationsschub da ist, will ich das endlich mal machen, weil Ideen schwirren mir immer wieder durch den Kopf. Ich sollte mich echt mal hinsetzen und mir die ganzen Ideen aufschreiben, die ich immer wieder habe. Es ist halt nicht wenig zu tun, nicht wenig dazu zu lernen. Irgendwie schaut das durch dieses Violette aus wie Oliven. Solange es halt noch nicht ganz so heiß ist. Es ist nicht nur nicht ganz so heiß. Es ist arschkalt, auch wenn mir das die falsche Temperatur anzeigt. Es sind 11 Grad draußen. Von mir aus kann ich im Hochsommer eher nicht so. Also, wenn es angefordert wird, ja, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, nein. Wenn mir 9 Grad, ich habe noch genug Punkte, um auch eins im Sommer zu requesten. Das ist mir bewusst, ja. So komisch es klingen mag, es ist mir alles bewusst. A, B, C, wusst. Thank you.
Ja, ich bin zur Massage rein, bei der Massage raus und dann hat's nicht geregnet, es hat geschüttet. Es hat geschüttet, geschüttet, geschüttet und ich glaube, es regnet immer noch draußen. Regen habe ich bis 16 Uhr aufgehört, aber dann wird es schnell gehen und wieder so heiß sein. Hashtag vermisse Übergangszeiten. Das stimmt, ja. Wobei ich persönlich diese Übergangszeiten gehasst habe, wo es in der Früh arschkalt ist, tagsüber dann mörderheißes Ultratodes und am Abend wieder arschkalt. Ich hasse es, dieses Schichten anziehen und dauernd nur schwitzen. Aber ja, es ist definitiv nichts unbedingt Schlechtes, wenn man so eine Übergangszeit hat. Männliche 20 Grad. Bodenfrost. What the fuck? 17. November. Bodenfrost. Deppert. Was habe ich gesagt? Habe ich ernsthaft November gesagt? Habe ich wirklich November gesagt? Wow, mei. Ich weiß nicht, warum ich November gesagt habe. Ha. Dabei war die Sophie gestern auf nichts mehr kannst. Was? Was für eine Sophie? Was? Was für eine Sophie, Alter? Kalte Sophie, Abschluss der Eisheiligen. Oh, was für wunderhübsche Farben. Die eisheiligen Bauernregel, ja. Immer diese Weirdos. Mach den Hintergrund mal grün und pink und so, blau hast jetzt echt viel. Zu spät. Weißt du, warum ich da zu blau tendiert habe? Weil Sternenhimmel. Überall, wo die Sterne sind, mache ich das blau und dann kann ich den Hintergrund mit die anderen Strahlen mit was anderem machen.
Wie hast du uns genannt? Weirdos. Wie grün sind deine Blätter? Du blühst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Und von Weihnachtsmusik erst einmal zu Beachmusik. Jetzt gehen wir alle in den Sommer. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, Sonne. Ja, willkommen, 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 Sonnenschein. Bauern haben es gerade echt nicht easy, das stimmt. Hier bei uns verschimmelt das Futter gerade auf den Wiesen. Ich habe auch nie gesagt, dass die es easy haben. Absolut. Beim besten Willen werde ich niemals sagen, dass Bauern es easy haben. Kennt sie aus Serbien von Verwandten. Meine Mama hat uns eine Geschichte erzählt jetzt war es jetzt am Wochenende? Vor kurzem hat sie uns jedenfalls diese Geschichte erzählt. Aus ihren Kindertagen. Weil... Die Hintergründe lasse ich jetzt mal weg. Sie hat uns von der Zeit halt erzählt, dass sie Kinder, als sie Kind war, als sie mit der... Also mit ihrer Großmutter auf dem Wochenmarkt war, um Obst und Gemüse zu verkaufen. Die Großmutter ist kurz irgendwo weggegangen, ich weiß nicht mehr warum. Und hat meine Mutter allein gelassen. Als sie zurück war, die Großmutter, hat meine Mutter schon alles verkauft gehabt. Und das war schon relativ gegen Ende vom Wochenmarkt. Also so kurz vor Gehen. Warum hat meine Mutter schon alles verkauft und meine Großmutter war zuerst mördermäßig überrascht? Also im Endeffekt nicht wirklich positiv überrascht. Meine Mutter ist einfach hergegangen, hat die Preise so tief angesetzt wie sonst nirgendwo und alle wollten es natürlich haben und dadurch hat sie alles verkauft. Warum hat sie das gemacht? Sie hatte keinen Bock, das ganze Zeug wieder bis ganz nach Hause im Bus zu schleppen. Und Zeug, welches schon 4 Wochen gesät sein sollte, kann erst jetzt raus. Ja, das ist echt nicht gut. Smart, kann sie da verstehen, lieber ein bisschen günstiger hergeben, aber dafür alles weg als wieder mitnehmen. An sich schon, aber anscheinend hat sie es dezent unter Wert verkauft. Aber ja, ich würde das nie anders machen. Ich habe das auch von irgendjemandem habe ich sogar Lob dafür bekommen, in der Schule, als ich das erzählt habe. Ich glaube, es war in der Schule, ziemlich sicher.
glaube fast, dass das eben im Fach Wirtschaft und Recht war. Weil ich in WoW eine Dienstleistung für wenig Geld gemacht habe. Also für wesentlich weniger als alle anderen. Es waren einfach ein paar Klicks und verschicken, fertig, aus. Hab dafür aber meine Stammkundschaft gehabt. Die sind immer wieder zu mir hergekommen und ich habe immer wieder Gold damit gemacht. Weil ich es einfach günstiger gemacht habe als alle anderen. So. Hast du das wahrscheinlich sehr viel günstiger gegeben? Ja, ich meine, was bringt's, wenn du einen angemessenen Preis verlangst, aber vorher ansitzen bleibst? Obst und Gemüse wird daheim auch nicht besser. Es ist richtig. So, was wolltest du von mir? Grün und Pink und so. Ja, das da unten ist ja alles blau-grün. Also so ist es nicht. Mit einer Strickjacke wäre es wieder komplett was anderes. Das ist auch richtig, ja. Bitte nicht. Jetzt auch daheim wieder einlagern, geht dir nicht kaputt. Ist vollkommen korrekt, ja. Ja, bei meiner Verwandtschaft war es immer so, sie haben so viel immer. Sie sind auf so viel Sachen. Auf so viel Zeug. Ich wollte Zeug und Sachen sagen, konnte mich nicht entscheiden und habe das irgendwie kombiniert. Sie sind immer auf sehr viel Zeug sitzen geblieben und haben das halt dann innerhalb der Verwandtschaft die ganze Zeit verschenkt. Sei denn, du hast Kleidermotten. Den kann man aber vorwagen, könnte man das Zeug vakuumiert. Ja gut, für die Verwandtschaft, aber das halt auch nicht Sinn der Sache. Ist genau, richtiger. Orange wird noch passen. Kann ja auch gerne noch einfügen. Dieses Orange habe ich dort schon verwendet. Das heißt, wir nehmen ein bisschen ein anderes. Ja, nein, das Bauernleben ist echt nicht einfach. Vor allem, du bist einfach den Naturgewalten ergeben. In vielerlei Hinsicht. In der Hinsicht, ob das Wetter dir deine Ernte zerstört. In der Hinsicht, ob die Ernte von guter Qualität ist oder ob das alles nur Mini-Furz-Zeugs ist.
Hat schon ein bisschen was von Glücksspiel, das Ganze. Was halt auch eine absolute Schande ist. Oder ob es überhaupt zu einer Ernte kommt, ja. Genau das. Weil ich habe schon auch schon 2-3 Mal bei Ernte geholfen. Kann man Ernte dazu sagen? Wir waren halt Pfirsiche pflücken, sammeln. Keine besonders spaßige Arbeit. Zu viel Wasser ist zum Beispiel genauso schlimm wie zu wenig, oi. I know. Die Knopf ist Arsch. Ist sich Arsch. Wow. Na, es ist Arsch. Das knalligere Grün, das habe ich zu spät gesehen. Oh, ich habe dir da was ausgelassen. Mein Ausbildungsbetrieb hat auch Wein. Boah, ich hab echt anstrengend, kannst nicht einfach eine Hütte drumherum bauen. Eine Freundin von mir hat mal einen Sommer lang so eine, wie sagt man dazu, Parzelle gemietet, wo sie dann selber Sachen anbauen konnte.
Hat sie aber auch nur einen Sommer lang gemacht. Weil jedes Mal dorthin fahren, hin und her fahren, sich drum kümmern. Es kostet alles viel Geld. Und dann hat man jetzt nicht unbedingt so viel davon. Da konnte ich auch verstehen, dass sie dann drauf geschissen hat. In 3 Jahren, die ich dort war, hat es 2-mal den Riesling komplett verhagelt. GG. Wenn man gerade nicht im direkten Umfeld hat, ist blöd. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Yep, 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 yep. Immer wenn das so zu irgendwas vibet, weiß ich, dass es Animal Crossing ist. Wollte ich nicht einmal nachschauen. Das klingt aber nach Mario Sunshine. Wir hatten mal etwas abseits an Acker, Bohnen, Paprika etc. gepflanzt, alles weg gewesen. In Wien gibt es so Urban Gardening. Da kümmern sich mehrere Leute drum und du nimmst, was du brauchst. Man kann, wie viel das kostet. Und der große Walnussbaum im Hof auch immer abgeerntet. Die Leute einfach so dreist mit all die Tüten gekommen. Jetzt, Alter, mir kommen schon wieder die Tränen. Jetzt, wo du nämlich Nussbaum sagst. Ich war ja. War das letztes Jahr? Ich war letztes Jahr in Serbien. Bitte mir an, das müsste letztes Jahr im Sommer gewesen sein. Relativ sicher. Oder April letztes Jahr. Kann auch sein. Nach was? 6 Jahren war ich das erste Mal wieder in Serbien. Und bin in den Garten. Und ich habe da zum ersten Mal erst gesehen, dass der Nussbaum, der dort stand, ich meine, der war am Aussterben. Er hat kaum immer weniger und weniger Früchte getragen. Er hat immer weniger Nüsse getragen. Und irgendwann haben sie ihn abgehackt und rausgerissen. Und ich habe das halt nie gesehen. Und ich bin dann in den Garten rein, ganz schockiert zur Stelle, wo der Baum war. Und habe halt losgeheult. Vor allem, weil ich weiß nicht, wer ihn angepflanzt hat, ob ihn der Opa angepflanzt hat, aber der Opa hat einfach diesen fucking Baum so sehr geliebt. Er hat auch ein kleines Vogelhäuschen gebaut und auf diesen Baum gehängt gehabt. Das hat mir halt urleid getan. Ich heule wegen einem Baum. Wegen eines Baumes. Bis ich meine Esel geholt hatte, dann war Ruhe. Die haben immer Alarm geschlagen, wenn Leute, die nicht hergehören, da rumgemacht haben. Esel? Du hast dir Esel geholt.
im Mai vor 11 Jahren oder so. Leider ist das erste Fohlen, welches sie schon bei Fuß hatte, gestorben. Aber sie war trächtig. Und prächtig. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha. Einzige, wann ich Esel gesehen habe, war in Griechenland. Gut, und im Zoo. Prächtig auch und rotzfrech. Interessant. Schaut ja richtig gold aus. Oh mein Gott, wieso habe ich diese Farbe die ganze Zeit übersehen? Ja, das sind urfrech. Ich habe letztens ein Foto gefunden, wo sie Brot vom Grill geklaut hat. Der Grill war nicht an und das Brot war eh für sie, aber trotzdem hat er mich kurz umgedreht und weg war das Zeug. Tja. Hat dein Esel wohl Jugo-Gene gehabt? Kann Jugo auch trockenes Brot weg? Nein, Essen vom Griller. Warum ein trauriges Gesicht? Ich freue mich schon auf das erste Mal grillen dieses Jahr. Darauf freue ich mich schon sehr. Jetzt ist ja gar nicht so oft gegrillt. Das wird ein Fressessen. WB oder so. Wenn ich hinschätzen darf, hast du mit ihm noch gespielt. Bringt dieses Gelb eigentlich irgendetwas? Wir waren zu 5 sogar, Hente war auch dabei und noch 2 Kollegen von Resche.
Ah ja. Und wie viel habt ihr verloren? Die einzige Art und Weise, wie es tatsächlich Spaß machen kann. Au. Haben sogar Spaß gehabt hier, oder? Deppert. So, zwei Farben brauche ich noch. Erste Runde war halt Panne, weil wir ein Protect the Air Team AD-Team gespielt haben und nur ich Support spielen kann. GG. War wohl keine gute Taktik. Leute, das schaut aus, als ob es ein Arm wäre. Das war ein sehr intensives Bild, muss ich schon sagen. Wenn Resche versucht, einen Supporter wie einen Assassinen zu spielen, definitiv nicht. Wundert mich nicht. Wundert mich nicht. Ich überlege gerade tatsächlich, mir fürs nächste Mal Filzstifte zu holen. In Filzstiften muss das auch sicher ziemlich cool aussehen. Die Farben schauen auf der Kamera leider zu ähnlich aus. Weil das ist eigentlich ein Violett und auf der Kamera ist es eher bläulich. Weiß nicht, ob Filzstifte im Malbuch so gut sind. Ich hab's nämlich gerade bei den Rezensionen gesehen, bei dem Malbuch hat jemand mit dem Filzstift gemalt. So, geh mal schlafen, reicht für heute. Schöne gute Nacht, Carsten. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Mach's gut, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. Wegen Durchdrücken, das stimmt allerdings, ja. Da hast du recht. Oh mein Gott, das Bild ist... Ich hab Toadette in dem Bild, in dem Buch. Ich hab Toadette. Voll cool. Schaut aber echt gut aus. Poggies. Poggies, yeah.
Ich bin zufrieden. Ich bin tatsächlich zufrieden. Der Hut hätte ein bisschen ein stärkeres Rot gebraucht. Aber es ist sauschwer. Es ist sauschwer, die Farben sind teilweise komplett gleich, beziehungsweise die Farben, die hinten sind, sind nicht die Farben, die durchkommen, wenn man sie malt. Wario! Cappy war noch müde, ja. Der Dead Blank Stare von Toadette wirkt etwas verstört. Sie spielt gerade Mario Maker. Was erwartest du dir? Jo, Hente, mach's gut, schöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, mein Lieber. Was zum Fick ist das, Alter? Da freue ich mich schon auf die ganzen Bubbles, wie du sie ausmalst. Welche Bubbles? Wo sind Bubbles? Oh, die da. Oh mein Gott. Ich weiß nicht einmal, was das darstellen soll. War bei den Stickers. Ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. Null Ahnung. Aber weil ich das gerade sehe... wir könnten mal wieder das... Wie heißt das geschissene Mario Party? Super Mario Party, oder? Aber das hat kaum einer von euch. Fällt mir auch gerade wieder ein. Hat das irgendwer von euch? Wer von euch hat das Super Mario Party? Das, was man mit Joy-Cons spielen muss. Nicht das für die Switch, es gibt zwei für die Switch. Ich sehe schon, bei der nächsten Folge Tuesday Talk sieht man da nur Papierfetzen. Was ist All-Stars? Superstars. Dieses Bild schaut maximalst cursed aus. Warum schaut das so dumm aus, Alter? Der Yoshi schaut nicht nur ein bisschen drauf aus, der schaut komplett drauf aus. Warum sind die so riesig, die Piranha Plants so mini? Der ist richtig aus, der ist kaputt, das ist einfach wie auf Wish bestellt. Du hast Super Mario Party. Peachy! Aber ich muss dem Buch leider 0 von 10 geben. Wobei ich kann ihm 1 von 10 geben. 2 rausgerissen ist. Ich kann ihm 1 von 10 geben. Keine Rose. Auch wenn sie hier ist und vorne auf dem Cover, in einem Büchel habe ich sie nicht einmal gesehen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Bild. Ich habe nicht alles gesehen. Oh, Toad. Nochmals Toad. Sind keine Lumas. Wo sind Lumas? Das sind Sterne.
Da ist ein Luma. Tatsache, du hast recht. Ja, das sind Lumas. Komplett random Lumas. Peachy. Okay, das ist cool. Ein Super Mario World Bild aus der Super Mario World Serie. Und er hat ein Cape. Das ist auch aus der... Wobei, ich weiß nicht, vielleicht ist das aus der SMB3? Nein, das müsste Super Mario World Serie sein. Das ist cursed. Das habe ich nämlich gesucht. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, wie es ist. Ich finde es einfach katastrophal, Alter. Ich hab kurzzeitig überlegt, einen Wario-Bart zu malen. Aber die Nase ist auch komplett schief, Alter. Die Nase wächst von hier heraus darüber. Das gesamte Bild ist einfach, sein Gesicht, sein gesamtes ist einfach irgendwas. Das ist ein cooles Bild gewesen. Ah, oh, das ist aus der Super Mario Bros. Super Show. Oh, Odyssey. Fancy. Da sind noch mehr Lumas. What? Was ist das? Das ist ein Koopa mit einem Yoshi gemischt. Gashüpfer. Wario! Das schaut gut aus, das gefällt mir. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Das gefällt mir. Oh, da schau dir an, das an, was jetzt kommt. Der Jesses Lieblingscharakter. Ein Dosser-Bild! Das ist ein Shy Guy auf dem Motorrad. Ich hab auch gebraucht, bis ich's gesehen hab. Und eine Piranha plant die Reifen auf ihrem Topf hat, warum auch immer. Der Koopa Paratrooper, der hat hier auch irgendwie fehlt ihm einfach alles.
Der hat keine Goschen, der hat keinen Körper, nicht wirklich. Was ist News Sub irgendwas? Ah, Odyssey Peach. Steht da Nintendo vorn drauf? Nein. Auch hinten drauf nicht. Das sieht schon sehr nach Wish-Produkt aus. Ja, definitiv. Auch Odyssey. Auch Odyssey. Auch Odyssey. Odyssey, Odyssey. Nur viel Odyssey dabei. What the fuck? Okay, die schaut eh komplett aus, so halbwegs. Odyssey. Super Mario Party. Odyssey. Das ist einfach komplett random. Ein Mario reinkopiert, eine feuerspuckende Piranha Plant, ein Regenbogen dahinter und Feuer. Ich nehme das, ich werde das einfach als Feuer anmalen und nicht als Gras. Ja. Mir fällt es nicht an. Wie heißt das Spiel nochmal? Kingdom. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Bäh. Mario Kart! Mario Kart! Odyssey. Oh, das Bild hatte ich, als ich damals nach Griechenland gefahren bin, als ich auf Urlaub war, hatte ich das als Offline-Bild bei mir am Kanal, dass ich auf Urlaub bin. Mario Kart, da haben wir nochmal die Rabbids. Das Bild finde ich cool, das gefällt mir. Das ist in Ordnung. Ich finde, dass ich die hier urgut getroffen habe. Ich finde, dass ich das richtig gut gemacht habe. Ein bisschen kaputtes SMB 1. Odyssey. Das Rap-Album von Mario und Luigi. Ich habe keine Ahnung, warum die das so dastehen. Okay, es kriegt sogar noch einen zweiten Punkt, da ist Daisy. What the fuck? What the fuck? Daisy schaut noch halbwegs in Ordnung aus, aber what the fuck, Alter? Odyssey. Galaxy, das ist schön. Das ist Galaxy 2.
Da ist sogar der fette Loma. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an, Alter. Mit seinem Punkt-Punkt-Strich-Gesicht. So ein fettes Stück Scheiße, Alter. Odyssey, apropos fettes Stück Scheiße. Odyssey, das war's. Traurig ist einfach, dass das super... Oh, ihr seht das gar nicht. Das ist in einer super schlechten Qualität, im Gegensatz zum Namen. Ja, das sieht man leider nicht auf der Kamera. Das ist urverpixelt. Ja, Enttäuschung. Dass hier vorne eine Rose abgebildet ist, aber drinnen keine Rose drinnen ist, ja. Drinnen keine Rose drinnen. Das wäre eigentlich das Minimum, was ich erwartet hätte. Dass die Charaktere, die vorne aufgezeichnet sind, wenigstens einmal drin vorkommen. Immerhin sind Lomas drinnen, ja. Bowser Jr. ist, glaube ich, auch kein einziges Mal drinnen. Obwohl der hier ziemlich der Größte auf dem Cover ist. Ah. Gibt's eigentlich noch andere Malbücher? Andere Super Mario Malbücher? Muss ich mich bei Patrick beschweren, bei Patrick Lovette. Erst Patrick, du bist der Trottel. Jeppala. Yep. Meine Tastatur wieder ranholen. Ich wollte eigentlich das Kabel hinten umlegen, habe ich immer noch nicht gemacht. So. Super Mario Malbuch. Oh, da gibt's eh so viele. So. Einblenden. Dots. Super Mario Malbuch. Du brauchst noch so ein Mandala-Malbuch, wie du mir geschenkt hast. Vielleicht gibt's sowas mit Mario. Buch der Aktivitäten, das nehmen wir, oder? Oh, hell yeah. Was ist da das Ziel, Alter? Ah ja, wirklich, da ist hinten sogar Mario drauf. Ich weiß nicht einmal, was das Ziel von dem hier ist. Gefällt dir die Leseprobe? Welche Leseprobe? Wo ist deine Leseprobe? Das ist das Cover hinten, das ist das Cover vorne und das ist da... Was? Aber kein Wunder, das ist von Max Beidelberg gemacht worden. Natürlich ist das für ein Arsch. Okay, allein da hätte man schon sehen sollen, dass das nix ist. Überm S ein Stricherl, über den M ein Punkt. Forget it. Für ein Arsch. Malbuch Super Mario Deluxe. What the fuck? Er schaut rein, Alter. Er überwältigt gerade eine interne Krise.
Alter, was soll das darstellen? Alter! Ah. Tarkov-Empfehlung. Hat sehr viele und tolle Sticker, Alter. Tolles Malbuch zum Praktikant. Da durfte irgendein Praktikant seine Zeichenkünste unter Beweis stellen. Richtig schlechte Super Mario Charaktere sind dort abgebildet, die nicht viel mit dem bekannten Original zu tun haben. Auf den Cover wurde auf billigste Art und Weise aus der 22 in der 23 gemacht, wahrscheinlich mit Paint. Macht nicht mal Spaß, in dem Buch zu blättern, weil 80% einfach richtig schlecht ausschaut. Oh mein Gott. Alter, ist das schlecht. Danke, Dossa. Aber warum gibt es von Nintendo selber... Achso, das gibt's gar nicht mehr. Echte den Glühwürfel, ja. Alter, das ist ja... Da ist sie wieder! Alter, das ist... Das ist ja dasselbe Buch! Alter, ich fuck das Licht! Bitte mal. Ja, der Waluigi. Achso, du hast den Waluigi nicht gesehen, wo du geklippt hast. Ja, der Waluigi, das ist ja. Das ist eine Freche der Sonderklasse. Schau dir, schau dir. Ich mag das Licht. Den Charakter aus als Werner, ja, aber Vollgas. Aber Vollgas. Das war's, mehr gibt's nicht. Wow. Warum gibt's sowas nicht, Alter? Was ist das? Das ist ja schon wieder derselbe Scheiß. Alter, der verkauft Mario Kart Cover, aber... Mario-Bilder, ja, leider ohne Cards. Sohn war sehr enttäuscht. Du hast wirklich Mario-Bilder gefunden? Ich habe da kein einziges Mario-Bild gefunden, oder? Umberto Zinro. Der hat original so ein Lernbuch genommen und daneben einfach random Mario-Charaktere. Oida! What the f... Was verkauft wird auf Amazon? Die schauen alle richtig aus. Das ist aus Sonic DX, glaube ich, oder wie das heißt. Oh, das ist aber wirklich cool. Das ist echt gut gemacht.
Ja, das schaut auch legit aus. Ups. Alter, das ist ja sau cool, das Bild. Ja, keine Ahnung, muss ich mir scheinbar für das Cooles. Super Mario Tattoos. What the fuck, Alter? Rosi. Aber in Urkern. Da hat bestimmt Baluna in Jesses Nähe. Das stimmt, ja. Alter, wie billig ist das bitte gefotoshoppt? Das ist, Alter, das ist Paint. Alter, wie schlecht. Wie ultimativ schlecht ist das denn bitte? Der Mann. Er ist hinterm Ohr vom Mädel. Einfach mal Paw Patrol auf Mädels draufkleben. Bei Super Mario Tattoos. Ist ja dasselbe. Alter. Alter, ist das schlecht. Alter, ist das schlecht. Schaut euch den Mario Kart an. Das ist so schlecht, Alter. Bist du deppert. Stimmt, das sind genau dieselben. Du hast recht, ja. Bist du wahnsinnig? Wow. Sie haben ihm einfach das Kapperl, wo er die Hand normalerweise drauf hält, weggetan und ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt. Da haben sie Wedding Peach hergenommen und sie einfach vorm Kamin gestellt. Was ist das eigentlich? Ach so, das sind so Diamond Painting Sachen.
Achso, sind Sticker. Ich dachte, das sind Sticker. This is Mario. He's the bravest hero in the Mushroom Kingdom. This is Mario's brother Luigi. He always lends a hand. Pretty Princess Peach rules the Mushroom Kingdom. Toad helps run the palace. Draw him some friends. Bowser wants to rule the Mushroom Kingdom. Draw a Koopa Troopa to be his helper. Bowser's captured Princess Peach. Help Mario and Toad find the correct path to find her. Da nicht, da, gefunden! Bowser has many minions, find their names. Ich meine, das ist schon nice gemacht. Was? Okay, das ist gar nicht so einfach. Official Bullshit ist das Official Licensed. Mein linker Hoden ist mehr licensed als der als dieses Produkt da. Das ist cool. An sich ja was Cooles eigentlich. Oh. Warum seht ihr immer noch das da, Alter? Interessant. Ihr habt es gar nicht gesehen, oder? Was habt ihr, was war das letzte, was ihr gesehen habt? Achso, ihr habt das alles hier nicht gesehen. Ah, schaut eigentlich schon ziemlich cool aus. Ich glaube, was denn durch das Link öffnen ist das irgendwie hängen geblieben. Da hier nach die Zahlen entlang malen, da einen Block drunter malen. Das schaut eigentlich nach was ziemlich coolem aus. Ich meine, ich kann es nicht bestellen. Aber meine kleine Tochter ist mittlerweile 7 Uhr und liebt Super Mario. Wo hast du das gelesen, Alter? Ah ja, meine kleine Tochter ist mittlerweile 7 Uhr und liebt Super Mario. Die Lieferung ging auch sehr schnell in einem festen und auch unversehrten Karton. Allerdings das Produkt, also das Malbuch, das angekommen ist, zähknickt gebogen. Sass. Richtig, richtig sass. Warte mal. War doch nicht das Fenster. Wo ist das andere Fenster hin? Mein Fenster ist weg gewesen. Deswegen ist das stecken geblieben. Oh mein Gott, da ist es. Ach Gott, na, jetzt verstehe ich, was passiert ist. Jetzt kapiere ich ja nicht, was passiert ist.
Also wenn das wirklich im Dunkeln leuchtet, wäre das ziemlich sick, aber irgendwie vertraue ich dem nicht. Okay, ich vertraue dem schon, dass das genauso ausschaut, wie es da ist. What the fickety fuck soll das bitte darstellen? What the fuck eigentlich? Tun sie nicht? Hast du mit Paw Patrol gekauft? Counting Cheap. Das Buch ist auch gar nicht so schlecht. Aber es gibt irgendwie keine Malbücher. Ich habe irgendwie das einzige halbwegs irgendwas brauchbare Malbuch von Super Mario. Oh, da ist es. Achso, wird nicht mehr verkauft. Copyright-Einladung. Vor allem Copyright Abstand T. Du bist herzlich eingeladen zu meiner Party. Wann von bis Uhr? Urschlecht, Alter. Urschlecht. What the fuck ist das, Alter? Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, Inge. Ich könnte auch einfach nur random irgendein Malbuch rausbringen und es dann verkaufen. Weil scheinbar kaufen es Leute, ja. Weil das hier hat auch genau nichts mehr. Was ist das? Super Mario Anime oder was? Und es sind schon wieder 1:1 die fucking selben Bilder. Das Cover ist cool, aber es hat nichts mit Super Mario zu tun. Es ist halt, ja, Anime, Super Mario Anime. Ich würde es mir anschauen, keine Frage. Ja, aber da finden wir definitiv keine Malbücher mehr. Zumindest keine Super Mario Malbücher. Schade. Hoho, was? Bei Etsy gibt's das. Oh, warte. The Big Coloring Book bei Thalia. Das sind 50 Sticker. Was will ich mit Stickern? Ich will ein Coloring Book. Das ist DE. Gibt es das auch bei AT? Gott, die ganzen Bücher, die ist... Oh mein Gott, was ist das, Alter?
Ja, es ist Absicht. Ja, da gibt's es nicht. Ja, irgendwie kann ich original nur von Etsy mir sowas bestellen. Wie viel ist der Versand? 5000 Euro? Ah, das ist zum Runterladen. 5 Euro und 6 Cent bezahlen, damit ich mir 2 PDFs runterladen kann. I mean... Bin ich auch sicher, irgendwo kostenlos zum Runterladen und selber ausdrucken. Aber warum macht Nintendo sowas Simples nicht? Das verstehe ich nicht. Es ist Nintendo, man muss es nicht verstehen. Ich hinterfrag's nicht mehr. Ich belasse es dabei. So. Dahin. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei allen, die mit dabei waren. Wir wollen unser Geld halt nicht, ich merk's ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Schon Ende, ja. Ich meine, es ist 2:30. Ich streame schon seit 3 Stunden. Morgen geht's weiter mit Ori and the Will of the Wisp. Worauf ich mich wieder extrem freue. Das Game ist nämlich super, super, super cool. Macht es gut. Passt auf euch auf. Und ich müsste mal die Musik abdrehen, die nicht mehr hier trubelt. Bis dahin, peace out.